1,5 Milliarden Euro, 1.500 Millionen Euro jährlich gibt der deutsche Staat aus, um die niedrigen Löhne im Einzelhandel mit Hartz IV aufzustocken. Ohne diese Zuschüsse hätten die Beschäftigten nicht genug zum Leben. Das hat eine Anfrage meiner Fraktion ergeben. Wenn wir einen Mindestlohn in Deutschland hätten, wäre so etwas einfach nicht möglich, dass so etwas passiert. Wenn der Stimmt natürlich. Sie können gleich reden, dann erzählen Sie mir das Gegenteil. Wenn der Tarifvertrag Einzelhandel allgemein verbindlich wäre, wäre so etwas auch nicht möglich. Diese unglaublichen Lohndumping muss ein Riegel vorgeschoben werden. Mein zweites Beispiel, ein Werkvertragsarbeitnehmer, der über einen Industriedienstleister bei VW im Logistikbereich arbeitet. Dreischichtbetrieb mit Zulagen in der Beschäftigung als Gabelstaplerfahrer. Bruttomonatslohn 1.404 Euro pro Monat. Netto sind das 1.072 Euro. Netto 1.072 Euro. Der Grundlohn orientiert sich an dem in der Leiharbeit mit 8,19 Euro. Der Mindestlohn gilt für einen Werkvertragsarbeitnehmer aber nicht. Der Arbeitgeber wendet ihn nur an. Der Kollege von VW, der die gleiche Arbeit verrichtet, bekommt mehr als das Doppelte wie der Werkvertragsunternehmer im gleichen Betrieb. Das ist Deutschland 10 Jahre nach der Agenda 2010. 10 Jahre nach einem oder unter einem Kanzler Schröder und einer Kanzlerin Merkel. Wegen solcher und anderer Beispiele brauchen wir einen gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohn, und zwar schnell. Alle, die das nicht sehen und nicht sehen wollen und bewusst in Kauf nehmen, halten im Grunde Tausende Beschäftigte arm. In Europa wird Deutschland mehr und mehr zum Problem für andere Länder. Belgien hat sich beschwert und wirft Deutschland offiziell Lohndumping vor. Die ILO hat angemahnt, dass die große Anzahl von Niedriglohnjobs die soziale Ungleichheit vergrößert. Und diese Bundesregierung sitzt auch dieses Problem kontinuierlich aus. Dabei ist der Mindestlohn nicht der einzigste mögliche Weg, wie man damit umgehen könnte. Indem die bestehenden Lohnbremsen aus der Agenda 2010 gesetzlich wieder gestrichen werden, wäre eine andere Variante. Es könnte zum Beispiel die sachgrundlose Befristung abgeschafft werden, die Leiharbeit verboten werden, die Werkverträge strikt reguliert werden oder die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen erweitert werden. Bis dahin und damit nicht noch mehr Menschen in den Niedriglohnbereich gezwungen werden, brauchen wir einen Mindestlohn von mindestens 10 Euro pro Stunde. Wer behauptet, das vernichtet Arbeitsplätze, hat keine Beweise dafür. Ich behaupte, das schafft Arbeitsplätze. Das schafft zusätzliche Kaufkraft, es verhindert Altersarmut und es gibt Menschen, wenn sie von ihrer Arbeit wieder leben können, die Würde zurück. Verkaufen Sie die Menschen nicht länger für dumm, handeln Sie endlich und hören Sie auf mit diesen taktischen Spielchen. Der Mindestlohn muss jetzt kommen und nicht erst in 5 Jahren. Wir diskutieren über die Frage Mindestlohn 8,50 Euro, 10 Euro. Das ist die Antragslage, über die wir heute diskutieren. Und wenn mich jemand fragt, ob ich was dagegen habe, einen Mindestlohn von 8,50 Euro zu haben oder einen Mindestlohn von 10 Euro, würde ich sagen, nein, habe ich natürlich nicht. Wir haben nämlich selbst in unseren Beschlusslagen festgestellt, dass wir sagen, wir wollen eine unabhängige Kommission haben. Und wenn diese unabhängige Kommission zu einem Ergebnis kommt, was den Mindestlohn angeht, setzen wir das um. Und wenn das 10 Euro ist, setzen wir es auch um. Und insofern kann ich nur sagen, über das, was wir uns heute streiten, ist ja nicht die Frage Mindestlohn ja oder nein, sondern das ist die Frage, wie kommen wir auf einem vernünftigen, auf einem verantwortbaren Weg dahin, dass wir einen Mindestlohn festsetzen können. Und unser Modell zeichnet sich dadurch aus, meine Damen und Herren, dass wir sagen, wir wollen einen nachgeordneten, einen subsidiären Mindestlohn für solche Bereiche, in denen es keine Mindestlöhne gibt.
Und um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, lassen Sie mich mal die beiden Alternativen dann kurz darstellen, die wir haben. Die erste Alternative wäre die, einen Mindestlohn lediglich durch den Markt darstellen zu lassen. Das hat Hans-Werner Sinn mal gesagt. Er hat gesagt, man muss den Lohn nur so weit fallen lassen, dass er niedrig genug ist, dass alle Menschen eine Arbeit finden. Nun kann ich sagen, wenn ein hochbezahlter C4-Professor, Frau Krellmann, einen solchen Unsinn schreibt, einen solchen inhumanen Unsinn, dann müsste man ihn eigentlich zwingen, 100-mal auf die Tafel zu schreiben, die Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht der Mensch für die Wirtschaft. Und ich glaube auch, meine Damen und Herren, dass Heiner Geißler recht hat, der diese Form der Auslieferung des Menschen an den Markt einmal als einen ökonomischen Absolutismus bezeichnet hat. Und diesen Form des ökonomischen Absolutismus lehnen wir ab, weil wir schon der Meinung sind, dass auch Marktgeschehen etwas mit dem Menschen zu tun hat und dass es eine moralische Dimension hat. Wir stehen da übrigens nicht mit alleine. Also schon Adam Smith, der Erfinder des Kapitalismus, hat ja gesagt, wir brauchen einen gerechten Lohn und hat diesen gerechten Lohn definiert als einen Lohn, der es aber einem Arbeitnehmer und seiner Familie gestattet, vernünftig über die Runden zu kommen. Die katholische Kirche hat das dann später aufgenommen. Und das sind Zeiten gewesen, in denen die Ökonomie noch etwas mit Moral zu tun hatte. Und im ökonomischen Absolutismus hat sie das nicht mehr. Wir möchten aber auch keinen politischen Absolutismus haben. Und wie der aussieht, das kann man sich, glaube ich, verdeutlichen, wenn man einen Gesetzentwurf der SPD anschaut, der vor über einem Jahr eingebracht worden ist. Da ging es um die Frage, wie kommt denn so ein Mindestlohn überhaupt zustande? Und da haben die Kolleginnen und Kollegen von der SPD folgenden Vorschlag gemacht. Die haben gesagt, wir machen eine Kommission. Und wenn diese Kommission nicht einig ist, dann entscheidet das Ministerium über den Mindestlohn. Kann man machen. Und dann haben die Kolleginnen und Kollegen von der Sozialdemokratie gesagt, wenn dieser Mindestlohn dem Ministerium nicht gefällt, ja, dann tritt er das in die Tonne und entscheidet selber, was für einen Mindestlohn er dann machen will. Und da sehe ich doch schon vor meinem geistigen Auge, wie das abläuft. Das läuft doch dann so ab, dass im SPD-Parteivorstand dann darüber beraten wird, wie hoch der Mindestlohn sein soll. Und das ist ein politischer Mindestlohn und das bezeichne ich als eine Art politischen Absolutismus in der Lohnfeststellung. Den will ich an dieser Stelle letztendlich auch nicht haben. Meine Damen und Herren, wir haben demgegenüber einen subsidiären, einen nachgelagerten Mindestlohn vorgeschlagen. Das heißt, eine Kommission bestimmt und wir setzen das dann um als eine Mindestlohnforderung. Und ich glaube schon, dass das auch die Stärke eines christlich-sozialen und eines christlich-demokratischen Denkens kennzeichnet. Denn Subsidiarität ist das Kennzeichen einer freien Gesellschaft. Wann endlich, Herr Zimmer, wann endlich kommt das, was sozusagen nicht nur Sie, sondern viele aus Ihrer Fraktion ankündigen? Wann endlich kommt eigentlich ein Gesetzentwurf, der Ihren hohen Maßstäben gerecht wird, über den wir dann diskutieren und auch entscheiden können? Wir warten schon so lange und mit uns Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sagen, es kann doch nicht sein, dass wir in diesem Land noch immer keine absolut verbindliche Lohnuntergrenze haben. Das will ich gerne voranstellen, weil über dieses Problem reden wir heute. Ich habe gar nicht mitgezählt, wie oft an dieser Stelle hier schon über die Frage eines Mindestlohns, der gesetzlich geregelt ist, diskutiert wurde. Ich glaube, der Zähler wäre bald dreistellig. Und ich fürchte, und ich muss es annehmen, auch heute wird es ja nicht das letzte Mal sein. Jetzt wissen wir alle, die unendliche Geschichte ist eigentlich ein wunderhübscher Roman, aber an dieser Stelle ist eine unendliche Geschichte wirklich ein Faustschlag ins Gesicht von Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland, die ihre Hoffnung gesetzt haben auf ein Parlament, das eine Lösung bietet. Bis heute steht sie aus. Denn der Niedriglohnsektor in Deutschland und damit die Zahl der abhängig Beschäftigten, die für einen Niedriglohn arbeiten, die Zahl ist konstant hoch. Sie wissen, auch nach Auswertungen des Statistischen Bundesamts, jeder fünfte oder jede fünfte Beschäftigte
arbeitet trotz Vollzeit oder in Vollzeit mit Niedriglohn. Wir haben, das ist gar kein Zweifel, einen sich verstetigenden Niedriglohnsektor. Und das hat zur Folge, dass die Kluft zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht, trotz Arbeit, trotz Fleiß, trotz Anstrengung. Und wir wissen, es gibt einen schleichenden Ausgrenzungsprozess von denen, die sozusagen gut verdienen, das ist ihr gutes Recht, und jenen, die genauso gut arbeiten, aber die überhaupt nicht über diese Schwelle von Armut kommen. Und wir alle wissen, fängt das im Arbeitsleben an, setzt sich diese Armutsbedrohung und die faktische Armut im Alter fort. Wer daran Zweifel hatte, dem empfehle ich die Lektüre des 4. Armuts- und Reichtumsberichtes. Der ist zwar ein bisschen schön korrigiert worden von der Regierung, aber dennoch sprechen die Fakten Bände darüber, dass es Zeit ist, dringend, auch Herr Kollege Zimmer, etwas vorzulegen. Es fehlt. Ich habe ein paar Argumente genutzt, die finden sich in der Problembeschreibung des Gesetzesentwurfs, der dankenswerterweise aus dem Bundesrat den Deutschen Bundestag erreicht hat. Wir haben am Mittwoch im Ausschuss dazu eine Debatte gehabt, aber wir haben leider keinen Mut gehabt, dass FDP, CDU und CSU sich dazu hätten positionieren können. Und ich finde, das ist ein Tiefpunkt parlamentarischer Arbeit gewesen. Was ich da am Mittwoch erlebt habe, muss ich Ihnen sagen, das ging wirklich zu weit. Da gibt es vom Bundesrat diesen Entwurf, ich glaube, er datiert von Februar oder März, also hinreichend Zeit, sich damit zu befassen. Er ist klar, er ist eindeutig, er ist in seiner Begründung absolut sozusagen sicher. Und was passiert? FDP, CDU und CSU haben nicht einmal den Mut zu sagen, nein, das ist nicht unser Weg, Herr Zimmer. Das ist die Wirklichkeit, über die wir reden. Und heute, alle, die die Tagesordnung sehen können, müssen feststellen, der ist abgesetzt für heute, weil sie nicht mal den Mut haben zu sagen, nein, das wollen wir nicht hier im Parlament. Da nützen Parteitage und Beschlüsse auch nichts. Definitiv ist es nicht zur Abstimmung gestellt worden, obwohl Sie die Möglichkeit gehabt hätten, sich dazu zu verhalten. Das finde ich wirklich feige, das muss ich Ihnen sagen. Worauf kommt es der SPD in diesem Zusammenhang an? Uns kommt es auf ein ganzes Bündel von Maßnahmen an, weil wir sagen, Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt braucht den gesetzlichen Mindestlohn, ja, aber wir brauchen auch mehr. Das haben wir in einer Fülle von Anträgen deutlich gemacht. Das können Sie auch in unserem Regierungsprogramm lesen. Und vielleicht ist das ja der Unterschied, dass man dann bei der SPD sehr präzise sagen kann, aha, das möchten die machen, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem solchen Wohlstandsland wie Deutschland sicher sein können, dass der Wettbewerb nicht auf ihrem Rücken über Lohndumping ausgetragen wird. Das ist der Punkt, um den es uns geht. Und deshalb sagen wir, da muss etwas passieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass man für gleiche und gleichwertige Arbeit auch einen gleichen Lohn bekommen muss. Das hat übrigens noch ganz andere Dimensionen. Das hat die Dimension der Geschlechter. Wir wissen, auch da haben wir noch jede Menge zu tun. Differenz 22%. Wir wissen auch, dass das Lohngefüge zwischen Ost und West noch lange nicht in Ordnung ist. Denn in dem Augenblick, wo wir über Gefälle reden, reden wir über Ungleichheit. Und deshalb sagen wir zum Beispiel, beim gesetzlichen Mindestlohn, und da sind wir uns mit Grünen und Linken einig, gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen Ost und West. Logischerweise. Das ist auch ein Schritt, von dem ich denke, er muss unbedingt sein. Und ich will etwas weiter anführen, weil in dieser Debatte, und ich nehme an, das kommt gleich auch noch, das hohe Lied auf die Tarifvertragsparteien und die Tariffreiheit gesungen wird. Ich kann Ihnen nur sagen, die SPD ist volle Lotte dafür. Genau das sind wir. Und deshalb sagen wir, ja, Herr Straubinger, dass wir uns freuen, dass die Gewerkschaften unsere Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn unterstützen, und zwar ausdrücklich, alle ausnahmslos, weil sie dann die Chance haben, on top zu verhandeln. Das ist das, was ich gerne haben möchte und was sozusagen Konsens ist.
Und wenn da die Idee aufkommt, es gäbe eine Gewerkschaft, die diese Forderung nicht teilt und unterstützt, dann gucken Sie mal, welche das ist, dann wissen Sie auch, wo Sie die einzuordnen haben. Dafür, dass von Montag bis Freitagmorgen die SPD und ihr Parteivorsitzender durch die Lande zieht und den Eindruck erweckt, es gäbe kein wichtigeres Thema für die SPD als einen gesetzlichen Mindestlohn, ist es wirklich blamabel, wie die SPD-Fraktion heute Nachmittag hier vertreten ist. Das muss man hier mal sehr deutlich sagen. Und ich will genauso deutlich sagen, Frau Kollegin Lösekuk-Müller, für unsere Fraktion ist klar, wir brauchen und wir wollen keinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Wir haben, und das ist auch gut so, eine ganze Reihe von branchenbezogenen, tarifbasierten Mindestlöhnen. Für fast 4 Millionen Menschen in Deutschland gelten solche tarifbezogenen Lohnuntergrenzen. Und davon wurden übrigens für fast 3,8 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer diese Lohnuntergrenzen unter einer schwarz-gelben Bundesregierung eingeführt. Das muss man ja immer auch sehr deutlich sagen. Die Kollegin Grellmann möchte etwas fragen. Ja, ich sehe, Sie erlauben die Zwischenfrage der Kollegin Grellmann. Dann bitte schön, Frau Grellmann. Bitte eine kurze Frage, damit ich lange antworten kann, Frau Kollegin Grellmann. Abgesehen davon, dass diese Löhne oftmals so grottenschlecht sind und unterschiedlich zwischen Ost und West, zum Beispiel in der Leiharbeit, ne, möchte ich gerne von Ihnen wissen, wenn Sie mir erzählen, wir müssen ganz vorsichtig sein, vielleicht vernichtet das Arbeitsplätze. Wir haben ja jetzt schon Erfahrung in Mindestlöhnen. Wie wurden da irgendwo Arbeitsplätze vernichtet? Wenn wir Erfahrungen haben in den Bereichen, die positiv sind, wieso dauert das so lange? Wieso muss man stunden, tagelang, jahrelang noch Untersuchungen machen, bis man endlich einen Schritt machen kann, politisch in die Richtung, dass wir das kriegen, und zwar überall? Frau Kollegin Grellmann, diese Koalition hat zwei Dinge vereinbart in Ihrem Koalitionsvertrag, die hier einschlägig sind. Das eine ist, wir haben klipp und klar gesagt, einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn lehnen wir ab. Und das zweite war, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Evaluation bestehender Mindestlöhne. Das ist auch geschehen, aber jetzt muss man aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Sie wollen ja auf den gesetzlichen Mindestlohn hinaus und Sie wollen jetzt sozusagen eine Unschädlichkeit des gesetzlichen Mindestlohns mit Verweis auf Erfahrungen bei tarifbasierten Mindestlöhnen sozusagen suggerieren. Also Sie haben es ja in Ihrer Frage auch selbst angesprochen, die Bandbreite der tarifbezogenen Mindestlöhne geht von 7 € bei den Wäschereidienstleistungen in den neuen Bundesländern bis hin zu fast 14 € am Bau im Westen in den alten Bundesländern. Also der obere Wert ist das Doppelte des unteren und das zeigt, dass hier sehr wohl von den Tarifpartnern Differenzierungen vorgenommen wurden, die auch notwendig sind, um auf die Produktivität und die Möglichkeiten in den jeweiligen Branchen dann auch angemessen reagieren zu können. Also ich halte es für nicht zulässig, um Ihre Frage kurz zu beantworten, ich könnte es länger tun, aber die Kollegen wollen heute Nachmittag auch noch nach Hause. Ich halte es nicht für zulässig, dass man die Evaluation von Branchenmindestlöhnen als Beleg nimmt, um die Wirkungen eines gesetzlichen flächendeckenden Mindestlohns, der undifferenziert in allen Teilen unseres Landes gelten würde, zu belegen oder zu begründen. Ich will auch sagen, weil das ja oft hier angeführt wird, Mindestlöhne, die stehen nur auf dem Papier, die würden nicht kontrolliert. Man muss ja immer mal einen neuen Aspekt in die Debatte einbringen. Ich habe mir das wirklich mal angeguckt, wie die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hier tätig wird, nach einzelnen Branchen. Und ich kann nur sagen, hier findet auch ein dichtes Prüfungsgeschehen statt, mit dem wirklich nachgehalten wird, dass das, was der Gesetzgeber bzw. der Verordnungsgeber bei den allgemeinverbindlichen Erklärungen wollte und zum Ausdruck gebracht hat, auch tatsächlich eingehalten wird. Es gibt Abweichungen, Verstöße in einzelnen Branchen, aber die sind im niedrigen einstelligen Prozentbereich, gibt immer schwarze Schafe, das ist vollkommen klar, aber die Mehrzahl der Unternehmen, auch in diesen Branchen mit tarifbasierten Mindestlöhnen, hält sich genau an das, was der Gesetzgeber, Verordnungsgeber wollte, und das will ich an dieser Stelle und in dieser Debatte auch einmal festhalten. Was ich dann noch sagen will, wir haben jetzt heute zwar nicht den Vorschlag des Bundesrates auf der Tagesordnung, da muss man sich noch sehr intensiv damit befassen, weil der wirft mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Ich will nur so viel sagen. Ich finde es schon ein dreistes Stück der SPD-Mehrheit im Bundesrat, wenn man auf der einen Seite sagt, wir wollen keine politische Lohnfindung, und auf der anderen Seite in diesem Entwurf eines Mindestlohngesetzes
sozusagen ein Mindestmindestlohn vorgegeben wird. Also die Kommission darf tagen, sie darf auch zu einem Ergebnis kommen, aber wenn das Ergebnis unter 8,50 Euro ist, wird das von der SPD nicht akzeptiert. Das ist politische Lohnsetzung in einem vollkommen klaren Fall. Und so geht es, Frau Kollegin Lösekrug-Müller, auf keinen Fall. Und jetzt gucken wir noch mal weiter. Dann steht in diesem Gesetzentwurf auch drin, also wenn diese Kommission, nachdem mal gestartet wurde, dann in den nächsten Jahren irgendwann Lohnvorschläge macht, die dem BMAS nicht gefallen, dann soll das Votum der Kommission belanglos sein. Und dann, so steht es in diesem Entwurf drin, soll das Ministerium alleine einen Mindestlohn, der flächendeckend in ganz Deutschland gelten soll, festsetzen. Auch das ist für mich nichts anderes als eine politische Lohnfindung. Ich weiß nicht, wie Sie das nennen würden. Für mich ist das politische Lohnfindung, und so geht es nicht. Und das Gleiche wäre auch der Fall, wenn die Kommission bis zu dem Datum, ich glaube, der 31.8. ist vorgesehen, noch nicht so weit ist. Auch dann würde das BMAS in die Bresche springen. Das kann man natürlich dann auch taktisch handhaben von der einen oder der anderen Seite. Ein gutes, ein geordnetes Verfahren sieht anders aus. Unser Vorschlag ist, ich will das zum Schluss noch kurz sagen, wir wollen auf dem Weg, der sich in den letzten Jahren doch ganz offensichtlich auch nach den Evaluationen bewährt hat, vorangehen. Wir glauben, dass diese tarifbasierten Branchenmindestlöhne ein Weg sind. In Übereinstimmung Arbeitgeber-Arbeitnehmer wird ein Antrag gestellt, der Tarifausschuss votiert, das Ganze wird dann in Kraft gesetzt. Das hat sich so bewährt. Wir wollen den Katalog, der heute hier abschließend ist, im Arbeitnehmerentsendegesetz öffnen, erweitern. Das ist der eine Weg. Und da, wo es keine Tarifabschlüsse gibt, weil die Branchenbindung, die Tarifbindung der Branche unterdurchschnittlich oder unterkritisch ist, da glauben wir, wird es darauf ankommen, das Mindestarbeitsbedingungengesetz zu überprüfen und gangbar zu machen, wo heute von sozialen Verwerfungen ist, die schwer operativ handhabbar sind, muss man gucken, was man an die Stelle dessen setzen muss. Und auch da werden wir schon bald vielleicht mit dem Bereich Schlachthöfe oder anderen eine Möglichkeit haben, zu zeigen, es geht. Wenn guter Wille auf allen Seiten vorhanden ist, kann man auch den Weg über das Mindestarbeitsbedingungengesetz nutzen, um in Einzelfällen zu in Wirtschaftsbereichen, in beschriebenen Wirtschaftsbereichen geltenden Lohnuntergrenzen zu kommen. Das ist ein guter, gangbarer Weg. Das, was die Linke vorschlägt, geht unseres Erachtens gar nicht. Habe ich jetzt nichts dazu gesagt, Frau Kollegin Kellmann, tut mir leid. Das, was der Bundesrat wollte und will, geht meines Erachtens auch nicht. Aber wir haben, unsere Fraktion hat, glaube ich, einen gut gangbaren, in der Praxis auch nachgewiesenen, erfolgreichen Weg vorgeschlagen. Und den wollen wir mit Ihnen gemeinsam gehen. Herr Zimmer, Herr Kolb, Sie wissen, dass ich das Konzept, Ihr Mindestlohnkonzept, Ihren Vorschlag für falsch halte. Aber ich fände es redlich, mindestens für Regierungsfraktionen, wenn Sie Ihr Konzept hier mal zur Diskussion stellen würden und einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen würden. Dann würde nämlich auch einiges deutlich werden. Aber die Strategie dieser Koalition heißt verhindern, verschleppen, verschleiern. Und diese Strategie haben Sie gewählt, und diese Strategie wählen Sie, weil Sie verschleiern wollen, dass in dem, was Sie hier Mindestlohn nennen, dass in dem, was Sie hier Lohnuntergrenze nennen, dass das eine Mogelpackung ist und kein Mindestlohn. Nehmen wir mal das Beispiel SPD. Sie haben sich mit der Frage ja tatsächlich beschäftigt. Kurz vor Ende dieser Wahlperiode fällt Guido Westerwelle ein, dass möglicherweise 3 Euro Stundenlohn vielleicht doch nicht ganz fair sind. Da frage ich Sie, was heißt das eigentlich? Sind 4 Euro gerecht? Sind 5 Euro gerecht? Oder ist das richtig? Verstehen Sie das darunter, was Ihr Fraktionsvize Martin Lindner nach Ihrem Lohnuntergrenzenbeschluss in einem Radiointerview gesagt hat? Da hat er nämlich gesagt, dass er es ganz und gar überhaupt nicht für unwürdig hält, wenn zum Beispiel ein Rentner für 4,50 Euro und dann noch ein Bierchen obendrauf in der Pförtnerloge sitzt. Oder wenn zum Beispiel ein Rentner für Bier und Buletten abends in der Kneipe Gläser spült. Bedeutet das Mindestlohnkonzept der FDP Naturalien für Rentner und ein paar Pfennig drüber oder ein paar Euro drüber für die Beschäftigten der anderen Felder?
Nehmen wir mal das Beispiel CDU. Ich frage Sie mal, was bedeutet das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, eigentlich konkret, wenn Ihre Kanzlerin bei der CDA sagt, und ich zitiere, wir sehen auch, dass die Beschäftigungsvielfalt so groß geworden ist, dass es nicht ausreicht, branchenspezifisch zu arbeiten. Dieser Satz ist ein echter Merkel. Da ist viel Interpretationsspielraum. Ich frage Sie, heißt das nach Ihrer Vorstellung, dass Sie verbindliche Lohnuntergrenzen nur für die Branchen wollen, in denen es keine Tarifverträge gibt? Dann frage ich Sie, was bedeutet das für die über 1 Million Beschäftigten, die in Branchen arbeiten, die Tarifverträge haben, aber wo die Tarifverträge die Lohnuntergrenze unter 8,50 Euro liegt? Heißt das für diese Menschen einmal Hungerlohn, immer Hungerlohn? Oder ist vielleicht die Interpretation von Herrn Laumann aus NRW richtig? Der war neulich gemeinsam mit mir auf einer Tagung des DGB zum Thema neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Vor über 200 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat er sich 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat er sich hingestellt und hat gesagt, ich trete für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ein. Und bei dieser Aussage hat er sich ausdrücklich auf das Konzept und auf den Beschluss der CDU bezogen. Was ist eigentlich richtig? Und wie verstehe ich eigentlich das Vorgehen von Frau Kamm-Karrenbauer, Ministerpräsidentin aus dem Saarland? Die hat nämlich die Bundesratsinitiative, die Sie hier heute so kritisieren und in der 8,50 Euro festgeschrieben sind, mit unterzeichnet. Genau das Konzept, das Sie hier seit Jahren mit Schaum vor dem Mund bekämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Wahrheit ist, Sie lassen diese Kakophonie in dieser Frage sehr bewusst zu, weil Sie den Menschen Sand in die Augen streuen wollen. Sie haben in Ihrer Fraktion keine Mehrheit für den Kampf gegen Lohndumping. Und das wollen Sie den Wählerinnen und Wählern nicht sagen, das wollen Sie verschleiern. Ich sage Ihnen mal was. In anderen Lebensfeldern würde das, was Sie hier als Regierungsfraktion machen, würde das als Arbeitsverweigerung gewertet werden, und zwar mit entsprechenden Konsequenzen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass am 22. September die Wählerinnen und Wähler genau diese Konsequenzen ziehen werden. Sie werden Ihnen die fristlose Kündigung auf den Tisch legen. Ich bin ja sonst sehr für Kündigungsschutz. Sie haben ihn nicht verdient. Und ich sage Ihnen was, nach diesem 22. September ist der Kampf um den Mindestlohn erledigt. Dann wird es nämlich nicht nur eine gesellschaftliche Mehrheit für den Mindestlohn geben, dann wird es endlich auch eine parlamentarische Mehrheit geben. Der Mindestlohn wird kommen. Sie stehen in dieser Debatte auf der falschen Seite der Geschichte. Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und das merken Sie doch auch selber. Bei Ihrem Mitmachprogramm, bei dem Mitmachprogramm der CDU, da haben Ihre Mitglieder die Durchsetzung des Mindestlohns an die erste Stelle als Ihre Herzensangelegenheit gewählt. Und bei der Delegiertenkonferenz der CDA haben Ihre Mitglieder der Kanzlerin Mindestlohn-Jetzt-Schilder entgegengestreckt. Das ist doch für einen Laden wie Ihrer schon so etwas wie eine Kulturrevolution. Aber ich frage mich eigentlich, was denken Sie sich? Wenn 80% der Bevölkerung für einen Mindestlohn sind, dann muss doch der eine oder andere CDU-Wähler und Wählerin auch dabei sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Menschen sind längst weiter als diese Bundesregierung. Für die Menschen ist der Mindestlohn das zentrale Gerechtigkeitskonzept. Es steht nicht nur symbolisch für Wert und Würde der Arbeit. Aber Gerechtigkeit hatte in den letzten 4 Jahren Ihrer Regierung insgesamt keine Konjunktur. Ich verspreche Ihnen, das werden wir ändern.